Am 2. April übergab Wirtschafts- und Verkehrsminister Reinhard Mayer einen Fördermittelbescheid an den Oberbürgermeister Schwerins Dr. Rico Badenschier. Mit der Zuwendung in Höhe von 1,6 Millionen Euro soll die Fahrbahn in der Ludwigsluster Chaussee von der Einmündung der Hagenower Straße auf Höhe des SAE-Pumpwerkes bis zum Knotenpunkt mit der Bundesstraße B321, Landesstraße L72 instand gesetzt werden. Wir haben eine Förderrichtlinie für kommunalen Straßenbau und Kommunen sind nicht immer in der Lage, diese Gesamtkosten zu stemmen. Deswegen helfen wir an dieser Stelle, insbesondere bei besonders wichtigen Straßen. Das ist ja absolut der Fall. Und insofern tun wir das gerne, damit wir hier auch wieder eine vernünftige Straßendecke haben für diejenigen, die die Straße nutzen. Die Ludwigsluster Chaussee liegt im südlichen Stadtgebiet der Landeshauptstadt Schwerin und gilt als östliche Einfallstraße aus Richtung Ludwigslust. Der Erhalt der Ludwigsluster Chaussee ist wichtig für den Schweriner Verkehr. Schwerin durch die malerische Lage zwischen den Seen hat ja nur ein paar große Einfahrtsmöglichkeiten und die Ludwigsluster Chaussee ist ja die Zufahrtsstraße von Süden. Und jetzt auch nach dieser Frostperiode wieder sieht man, wie stark sie beansprucht ist und jetzt die 20 cm oberen Schichten, also Deck-, Trag- und Binderschicht, dann tatsächlich neu zu machen, hilft dann, dass diese Straße auch längerfristig dann auch in einem Zustand ist, wo sie dann auch im März gut befahrbar ist, wenn der Frost gekommen ist. Der Baubeginn ist für Juni geplant. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal im Mai 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 3,15 Millionen Euro.